heute hier? Also ich bin hier, um für echten Klimaschutz und Klimagerechtigkeit zu demonstrieren, weil es gerade für junge Leute wichtig ist, dass wir für unsere Zukunft kämpfen. Wenn hier heute kein bindendes Abkommen in Kopenhagen verabschiedet wird, das tatsächlich dazu beiträgt, dass wir Klimaschutz vorantreiben und unsere Zukunft schützen, dann sieht es ganz schwarz für uns Jugendliche aus.